Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem YouTube-Channel von Smilodogs, Netty or Not. Special Guest, Flying Uwe, extra für euch eingeflogen. Das wird eine geile Show. Wer gewinnt heute, Uwe? Ja, wir haben unentschieden gehabt letztes Mal. Yeah, we got a point, something like that. Netty or Not, yeah. I mean, yes, you know, I was 2 weeks in Los Angeles. My German is not so good anymore, you know, because I'm very international. So I fly there, here, you know, because it's crazy. Yeah, man. Wow. Okay, Leute, es geht los. Ich bin gespannt, was rausgeholt hat. Hol raus, die geilen Jungs hier. Mal, die möchte gerne. Ich hoffe, es ist mal ein bisschen schwieriger. Ja, war nicht immer so leicht hier. Ja, so viel zu leicht letztes Mal. Ja. So, Jungs, fangen wir mal ganz entspannt an. Ach ja, für die Leute, die den Kanal noch nicht abonniert haben, hier ist nochmal eine Anzeige. So viel Prozent haben nicht abonniert, aber ihr guckt die Videos trotzdem. Deswegen abonnieren, favorisieren, analysieren, rein. Danke. Alleine schon wegen mir, weil dann kann ich nämlich irgendwann mal nach Gehaltserhöhung fragen. Ja, richtig, genau. Dann löbt das hier auch. Verschießt du das. So, let's go. Was hast du uns mitgebracht, Carlos? So, wir fangen an mit Jay Bennett, / auch Online-Coach. Mhm. Genau. Ihr dürft einmal swipen. Ist er jetzt ein Halbschwarzer oder nicht? Rechts auf dem Bild sieht er so aus. Ja, da ist er. MT2-Folge gepumpt. Ja, ne? Und da bei dem anderen sieht er aus, als ob er Sonnenbrand hat. Für mich wirkt er so. Ach, darf man noch nicht sagen, ne? Er ist, aber wenn du irgendwas verraten willst, weiß ich nicht. Ich bin nicht, ja. Achso, genau. Ja, ich will ihn einmal zeigen und danach. Ja, okay. Habt ihr eure Meinung? Wir müssen noch ein bisschen Druck machen hier. Okay, du hast jetzt Druck, ne? So, liebe Leute, bevor ihr jetzt erfahrt, ob die Typen auf Stoff sind oder netti, hat Uwe noch eine wichtige Information für euch. Aber sowas von, Leute. Ab jetzt hat bei uns der Summer Sale begonnen. Das heißt, wir haben sehr viel im Shop für euch reduziert. Und mit dem Athletencode gibt es teilweise bis zu 70% Rabatt. Und das Geile ist, sogar auf neue Kollektionen gibt es fetten, dicken Rabatt. Und wer bei uns einkauft, kommt in einen Topf rein, wo wir 2 E-Bikes im Wert von 5.000 Euro jeweils verlosen. Und es gibt sogar ein Neosub Supplement Jahresvorrat zu gewinnen. Und wir haben noch viele weitere Gewinne für euch am Start. Zusätzlich gibt es bei einem Mindestbestellwert von 90 Euro noch einen Mystery-Artikel. Seid gespannt. Ein Mystery-Artikel ist natürlich auch bei uns ein vollwertiges Produkt. Also es lohnt sich auf jeden Fall, in die Videobeschreibung reinzuschauen. Und wer mir jetzt seine Bestellnummer in die Kommentare reinschreibt, hat die Chance auf einen Gewinn. Das heißt, wir bezahlen deinen Einkauf. Wir verlosen hier in diesem Video 5 Einkäufe, egal wie teuer, ob 100 Euro, 50 Euro, 150 Euro. Das ist doch schon mal eine Maßnahme. Wichtig ist, wenn ihr den Einkauf gewinnen wollt, das Video liken, kommentieren und natürlich Abonnent des Kanals sein. Wir haben wirklich viele geile Teile im Shop. Meine Favoriten sind auf jeden Fall die ganzen Tanktops und die Pereira-Kollektion. Das ist so die funktionelle Geschichte, was Sport betrifft. Was sind so deine Lieblingsteile? Für richtige Bodybuilder natürlich die Oversets Hoodies und die Oversets T-Shirts. Checkt die mal ab, die gibt es in verschiedenen Farben. Richtig klasse Material. Ich trage die selber gerne, ihr habt es im Sommer gesehen. Das sind meine Favorites. Wir haben die Spendierhosen heute an. Also checkt unbedingt die Videobeschreibung ab. Oben ist der Link ab in den Smilodog Sale und wir machen jetzt weiter mit dem Video. Okay. Ja. 3, 2. Also ich sag nur, was er. Also okay. Nein, ja. 3. Es geht um Punkte. 2, 1. Ja. Oh, abgeguckt. Nein. Genau gesehen, abgeguckt. Ihr müsst, Heiko, ihr müsst beides einfach halten, ja, und dann. Nein, ich sag, warum ich das gemacht habe. Soll ich sagen? Okay. Weil, guck mal. Ich sag erst mal, ob es richtig oder falsch ist. Ah, okay, ja. Und was sagt er? Ist richtig. Ja, ja, er sagt, das ist nett. Naja, also wenn ich so eine Gurke bin und dann, wie gesagt. Ja, also, ja. Also mir kommt das auch vor, so, wie so ein Stoff, aber irgendwie. Genetik oder was, keine Ahnung. Und dann auch noch Online-Coach, weil der will ja natürlich sagen, durch mein Programm und nicht durch das Testo, durch das und hast du nicht gesehen. Das ist so richtiger, so ein Krampf-Coach halt, finde ich. Ja. So online irgendwie. Jener, der zu faul ist zum Arbeiten, ja, und auf den Zug mit aufgesprungen ist. So, ja, wie viele. Aber wenn es lübt, dann lübt das. Sonst genau. Irgendwelche Erläuterungen, aber würde ich sagen, ja, ist halt einfach so, ne? Also Form sah auch jetzt nicht geil aus, muss ich sagen. War nix. Also, war nix, war das. Ne. Fand ich jetzt nicht. Bin ich enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ich kaufe mir nicht sein Programm. Das funktioniert offensichtlich nicht. Auch mal so ein paar unbekannte Leute dabei. Ja, genau, das ist ja so viel besser, noch besser für uns. Da müssen wir richtig rumreden. Auch Leute, die wirklich irgendwie keine Reichweite jetzt haben oder so. So, machen wir weiter mit, also steht jetzt mal 1:1. Mhm. Glückwunsch. Ne? So, Skip La Cour dürft ihr auch einmal swipen. Ganz schwieriges Thema jetzt aber hier. Was ist denn aus dem Tanktop? Also, ist das ein Bodybuilder oder ist das? Ich will schon. Kennst du den? Hm, ich weiß nicht, ich glaube schon. Aber da, guck mal, das ist hier. Ist der Paul? Nee, auch nicht. Hm, weiß ich nicht. Also, da hast du mich jetzt aber. Hm, über der Arm ist krass jetzt von der Seite und so. Weiß ich nicht. Schwierig. Ist er alt oder nicht? Warum hast du da seine Augen weggemacht? Hä?
Soll ich was ganz anderes? Sieht aus irgendwie wie so ein Ex-Bodybuilder, der jetzt irgendwie noch drin ist. Ich weiß nicht, ich kann das nicht einschätzen. Ich kenne diesen Mann noch gar nicht. Oh, ganz komisch. Hä? Soll man auch nicht kennen. Also bei Heiko weiß ich gerade, der hat schon was im Kopf. Ja? Ja, ja. Ihr habt beide das Schild? Weiß ich, ich merke dir das an. Du hast schon alles. Zack. Du bist ja voll ganz sicher. Okay, Jungs, seid ihr ready? Oh, okay, komische Bilder auf und so. 3, 2, 1. Okay, dann ist auch gut, egal welche Angabe er jetzt gemacht hätte, wäre jetzt ja, Gleichstand sowieso. Aber also auf jeden Fall, wo das jetzt gepostet wurde, wurde gesagt, wie gesagt, es ist alles nie bewiesen, sei er Netty. Mhm. Ja, ich habe den früher mal öfters gesehen, ich weiß nicht, ob er schon in Zeitschriften damals noch war oder ob ich ihn erst online gesehen habe. Wenn der das ist, der war ziemlich stark, hatte aber immer schmale Schultern, war auch relativ gut in Form, aber hat immer gesagt, er nimmt nichts. Das konnte ich ihm auch so weit abkaufen damals. Mhm. So. Ich kann dir nicht zuordnen, sein Gesicht von der Seite so habe ich das Gefühl, habe ich ihn auch mal gesehen, aber ich kann ihn null zuordnen. Das war für mich bei seinem Kreuzheben oder was es da gerade war, da war irgendwie so, weil du sagst Schultern, das war irgendwie nicht so richtig Bodybuilder-mäßig. Nee, da war auch nichts wert da oben an Gewicht, also es war ja. Ja, also, wenn man nicht beim Trizeps drücken richtig hinstellt, dann hast du auch so einen Arm. Dann habe ich auch so einen Arm, ne? Ja, also da ist das heißt nicht aussagekräftig. Ja, stimmt. Dennoch im Tank. Und das Volumen in den Schultern war halt viel zu klein. Ja, genau. Aaron Orton dürft ihr auch einmal swipen, aber noch einmal. Wir haben versucht mit dem Handy da. Warum suchst du nicht mal einen Bodybuilder raus? Ganz so einfach. Ja, der hat ja noch weniger Brust als meine 8-jährige Tochter, Alter. Da ist, ja, Genetik, also aber, da ist die Genetik nicht so vorhanden. Ne? Aber so manche Stoffen ja auch und. Ist wie Bader, hier ist ein Schwimmer hier. Eine Badekappe und als ob sie ihn gerade aus dem Freibad geholt haben. Ein Überlebender sozusagen. Also, ich habe meine Meinung. Okay, ich habe meine Meinung. Die Schilder schon mal bereithalten. Ja? Sag jetzt und wir drehen. Und wie können wir das machen, dass der eine nicht den anderen beeinflusst? 3, 2, 1 und bei 1 dreht. Dann müssen wir nicht mal eine Trennwand hier hinstellen. Ja, genau, bei 1 drehen wir. Okay, mach. 3, 2, 1. Ja, liegt auch beide richtig. Netty. Der ist Netty, der Typ. Machen wir gleich mal weiter. Also, das ist ja bei den Pfeifen ist es ja leicht zu sehen. Da ist ja nichts dran. Du musst mal einen Bodybuilder raussuchen. Ja. Aber da wird es dann schwierig, weil die guten Jungs, die sind nun mal nicht nett, die offensiv schreiben. Das ist das Ding. Aber bei den Gurken sieht man es ja gleich. Okay, machen wir weiter mit. Warum grinst du denn so eng? Was hast du denn da jetzt? Ja, weil er auch oft kommentiert wurde. Du dürft einmal swipen, ich sag mal keinen Namen. Ah, okay. Wer ist das? Kennst du den nicht? Warte, ich swipe mal. Und das ist aber auch ein komisches Bild da mit der Sonnenbrille und so. Kennst du den nicht mit Tim Gabel? Also, was hat mich noch nie beschäftigt? Die nehmen wir gar nicht, kannst du gar nicht für voll nehmen, die Leute. Tim Gabel. Den habe ich damals das erste. Also, jetzt ganz feiner Typ und so, ne? Damals habe ich den nicht gemocht, die ganze GA-Crew und so. Den habe ich damals im Bad. Da fällt mir direkt die Jalousie runter, Alter. Die Jalousie. Also, ich habe meine Meinung. Dann können wir direkt. Okay, 3, 2, 1. Ja, er hat immer gesagt, dass er Netty ist. Mhm. Ja, damals war das noch mit Onkel Bob hier, Blutwerte zeigen. Ja, genau, Hokus Pokus, Filibus, genau. Was hast du jetzt gesagt? Also, Netty auch. Ist okay. Ja, ganz klar, weil viele finden ihn ja richtig geil. Aber ich kann, wie gesagt, mit solchen Leuten und mit den Aussagen, die tätigen und dann über Bodybuilding was erzählen und selber aussehen, als ob sie so aus einer Fruchtzweigdose kommen gerade, Alter. Das ne, nicht gegen die Person und sein Geschäftsmodell, aber bodytechnisch und bodybuilding-technisch ist er ganz weit weg von Plan. Aber er sieht sie auch gar nicht so als Bodybuilder, ne? Er geht jetzt eher Richtung so ein bisschen Gesundheit, pumpt auch und so weiter, ja. Ja, das hält sie, das ist okay. Ja, genau, für, genau. Und jetzt gerade, wo gesellschaftspolitisch so viele Geschlechter gibt, passt er genau rein. Was er macht, geil macht, seine Podcasts, finde ich gut. Ja, guck ich mir nicht an. Musst du ihn mal ansehen, also der hat ja echt Leute sitzen. Da musst du mir schon Geld geben für, also, sonst guck ich mir sowas nicht an. Okay. Ist komplett nicht mein Metier, meine Sparte. Ja, ich verstehe, ja. Genauso wie umgedreht wahrscheinlich genauso, ne? Der wird von mir genauso wenig halten, ne? Weil ich mal einfach nur ein zugestopfter Holzkopf für den bin. Mhm. Aber so hat jeder seine Meinung und da großen Augen drauf. Aber hier kann ich meine Meinung sagen. Richtig, genau. Das ist unser Channel. Okay, nächster. Ja, machen wir weiter. Vielleicht kennt ihr den, vielleicht noch nicht. Das ist auf jeden Fall eine gute Legende. Dürft zweimal swipen sogar. Gute Legende. Chef Seid. Ach, Legende, Digga. Der ist 12 Jahre alt. Ja, so eine Legende. Das, weißt du, kennst du noch? Das ist auch so eine. Ihr dürft zweimal swipen. Eure Meinung könnt ihr danach äußern. Oh, die Frisur, guck mal, verliebe ich mich direkt. Alter, was. Okay, also. Der gute Jeff Seid. Kennst du Sis noch und so? Sis? Nee. Den musst du mal hinhalten. Das ist nicht seine aber Bubble. Ich weiß. Ich kenn Sif. aus alten Tagen. Nee, auch nicht. Okay. Los, komm, let's go. Come on, okay. Genau, ich sag und dann müsst ihr aber ein bisschen erklären, wie ihr drauf kommt. Und dann sage ich die Auflösung. Okay, 3, 2, 1.
Okay. Aber er ist trotzdem auf Stoff 100% oder gewesen. Bin ich auch der Meinung. Ja, ja. Da war mal voll auf Sendung. Irgend ein paar Tablettchen. Zu seiner Hype-Phase war er voll auf Sendung. 100%. Wie er heute aussieht, wäre mal interessant, ey. Das ist doch schon Justin Bieber für Arme, Alter. Ja, ja. Vielleicht ist das Justin Bieber. Ja, der mal den übelsten Hype. Wer ist jetzt der gehypteste Bodybuilder? Ich. Urs. Ach so, Urs, ja. Und so gehypt war er damals vor 6, 7 Jahren? So Laza Angelov. Ja, also war schon. Also, da war damals echt schon. Zum Glück habe ich geschlafen irgendwie oder so, Alter. Da hattest du auf dem Kiez zu tun gehabt. Nur ein bisschen. Da hatte ich mit Typen zu tun und nicht hier mit sowas. Der sollte Schlager singen oder irgend so ein Scheiß. Ja, ja, nun kommen wir zur Auflösung. Und zwar sind die beide falsch. Er hat das, soweit ich weiß, zugegeben, dass er Tabletten genommen hat. Oder hier Sams, wie auch immer das. Das habe ich aber gerade gesagt eben. Ja. Ne? Okay, hat er zugegeben. Okay. Gleichstand immer. Aber macht das immer noch? Das weiß ich nicht. Nimmt er nur Tabletten oder was? Soweit ich weiß, hat er zugegeben, dass er Tabletten nimmt. Und das ist ja auch eine Art Steroide. Was sind das für Tabletten, Sams? Was ist das? Sams, das sind orale Steroide. Ja, das sind so, wie soll man es erklären? Eigentlich soll man es ja gar nicht erklären. Ach so, okay. Ja, genau. Lassen wir es. Weil sonst findet das Thema jemand interessant und dann fragen die mich dauernd nach. Ach, und wie wirkt das und wo kriegt man es her? Und wir distanzieren uns ja offiziell von sowas. Also, wir distanzieren uns. Ich nicht, aber ihr. Deswegen immer, yeah. Ja, okay. Dann steht jetzt immer noch Gleichstand. So, kommen wir aber zum letzten Kandidaten. Jetzt bin ich gespannt. Da muss ja jetzt mal was passieren. Heitor Galvao. Also, ich zeige euch die Bilder. Was? Galvao? Galvao. Galvao. Vielleicht spreche ich es auch falsch aus. Genau. Wie gesagt, nicht so viel reden. Einfach eure Meinung für euch behalten. Ja. Dann zeigen und dann kommentieren. Okay. Okay, ihr dürft sogar dreimal swipen. Aha. Nächstes kann man. Okay. Kenne ich tatsächlich nicht. Du? Meine Größe nur die Fresse. Ah, ich verstehe. Okay. Jetzt ist es halt schwierig, wie er das nach außen kommuniziert. Habt ihr den anderen Bild auch angeguckt? Ja, ja. Oh, ich nicht. Einmal seinen Hund, dann steht er da und einmal vor seinem blauen Porsche. Mit dem Hund, das ist Schwachsinn. Ach, das? Da kannst du nichts sehen. Nee, das haben wir nicht gesehen. Interessant, gehen wir mal. Das unterscheidet sich natürlich grundlegend von dem, wo er im Gym steht. Das ist ja das Doppelte unter einem Bild. Ja, das ist das Ding, so die Täuschung. Also, also wie gesagt, das ist jetzt schwer. Dadurch, dass ich das letzte Bild gesehen habe und das vom Gym. Kompletter Unterschied. Zwei verschiedene Personen, ja. Okay. Aber vielleicht ist er auch so ein Jeff Sate, so ein bisschen Sams. Zettel bereithalten? Oh, ich kenne den auch nicht. Ist er auf Influencer und so? Ja. Oh, viele Influencer machen ja auch so auf. Ich bin Netty. Ja, das kannst du aber nicht lange durchziehen. Ja. Aber so ein Maiko Hörn zieht das bis heute noch durch. Weiß nicht. Okay, 3. 2, 1. Nee, ne? Ah, Jungs, Digga. Ja, das ist. Weil das zweite Bild im Gym 100%. Und beim letzten hätte ich hier gesagt, gar nicht. Dezent abgesetzt. Ich hätte das nicht zeigen dürfen. Scheiße. Ja, er ist auf Stoff. Er ist ja IFBB Pro. Okay. In was denn? In Badehose, in Physik. Also jetzt bin ich mal gespannt. Keine Ahnung. In die Luft hupsen oder was? In Brasilien, ne? Okay. An welche Klasse macht er das? Macht er denn? Hier kein Bild irgendwie. Ich würde wenn dann sagen Classic, ne? Oh. Ah, hier in Physik. Ja. Bademeister. Starke Schultern hat er, ne? So. Kann der mal den Tipp? Nee, gebe ich nicht. Wie viele Sendungen machen wir davon noch? Vielleicht noch ein paar. Ja, wenn die unsere Zuschauer. Deswegen steht das Gleichstand. Vielleicht finde ich mal hier irgendwas, was noch interessantes ist. Ich habe mich gebesselt mit der Netty or Not Folge hier. Aber da scheint sich jemand ganz schön mit der Problematik auseinandergesetzt zu haben. Der Problematik. So nach recherchiert zu. Ja. Ich lasse mir doch erstmal erklären, was Sams ist. Okay. Jungs, cool, gefällt mir. Das ist, ich mag die. Hast du noch einen oder was? Ja, ich suche gerade noch einen. Auf Kampf? Ich suche noch einen raus, weil irgendwie nochmal ein Gleichstand. Ja, du musst jetzt hier mal ein bisschen was Anspruchsvolleres hier raushauen. Okay, jetzt gibt es nur noch ein Bild. Soll ich mal ein neues Format anteasern? Fällt mir gerade ein. Teaser mal an. Ich weiß nicht, ob ich das auf Smilodogs oder auf meinem Hauptchannel bringen soll, kann, muss. Ja, also. Wir laden Leute ein von euch, die sich bewerben. Immer so, die kommen denn hierher. Ja, genau. Und wir bewerten die hier. Achso, das war die Reihe für meinen Kanal. Erkenne den Stoffer. Erkenne den Stoffer. Nach Ching Chang Chong. Wie bitte? Das ist meine Idee. Ey, Carlos, du bist Zeuge. Das ist meine Idee. Wir hatten schon mal drüber geredet. Ja, wir hatten schon drüber geredet. Aber wo willst du dich? Ich hatte das ja schon mal vor eurer Zeit. Man merkt, Heiko wird alt, der vergisst schnell. Nee. Willst du denn die Leute bewerten oder auch sagen, wer auf Stoff ist? Oder einfach nur bewerten? Na, ich würde die bewerten und denen sagen, was ich gut finde, was ich schlecht finde, wie ich sie sehe. Also die kommen ja dann her, um von mir eine Meinung zu hören, die ehrlich ausfällt. Also ich rede. Ach so, Bodybuilding technisch. Ach so, nee, dann
dann ist das ist dein Format. Ich hatte das Format gehabt. Okay, dann könnt ihr, das können wir ja machen. Genau. Den reichen wir dann einfach weiter zu dir oder du zu mir. Nein, ich hatte ja die Idee, wir stellen 5 Leute hin und einer davon ist auf Stoff. Und man muss raten, wer ist auf Stoff. Ah, okay. Genau, dann entschuldige ich mich. Das Format, das war dein Format und ich dachte, das war das Gleiche. Aber das kann man ja, kann die Jungs daneben, die hier sind. Nee, man darf sie ja nicht, ja. Je nachdem. Erst machen sie bei dir, dann guckt man, wer auch. Bei mir ist ja egal, ob die auf Stoff sind oder nicht. Genau, das geht ja um die Form. Richtig. Genau. Ja. Okay, Jungs, ich hätte ja sogar noch 2, falls es nochmal zum Gleichstand kommt. Ich denke, kommen uns ja aus der Reserve locken. Ein Gleichstand ist langweilig, Jungs. Weißt du? So, Paul Krüger. Ein Bild nur. Nichts swipen, ihr dürft Blumen, aber nichts swipen. Ganz komische Form. Auf alle Fälle hat er Wettkampfform komplett verpasst. Das kann man schon mal sehen. Beine und alles. Ich kriege auch Blick dafür. Ich erkenne mich selbst, wo Jungs, ich sage. Okay. Haltet das für später. Ja, okay. Habt eure Meinung? Ja. 3, 2, 1. Darf ich sagen, warum? Wir haben einen Gewinner. Darf ich sagen? Okay, ja. Hat gewonnen. Also für mich ist das ein schlechter Stoffer. Also im Sinne von, er stofft, aber Genetik, ja, alles irgendwie stimmt. Nee, er ist faul. Oder faul. Irgendwie ist das so ein komischer. Er muss ja auch verkünden, wer gewonnen hat. Heiko hat gewonnen. So überrascht. Okay. Yeah! Also er ist Netty. Gewinner! Er ist Netty. Oder zumindest ist er auch nie bei einem Drogentest durchgefallen. Ah. Also. Was für ein Wett. Scheißegal. Ganz schlechte Form. Ja, ich richtig. Hätte jetzt gedacht, schlechte Form. Vom Volumen her, bei so einem Wettkampf, wo er steht, wenn die anderen auch so sind, dann hätte ich gedacht, das ist ein richtiger Wettkampf, wo Stoffer sind und wo er auch stoffen würde, einfach nur schlecht vorbereitet ist. Sieht aber auch den Arm von dem. Aber es gibt sichere Indizien, wo mir sagt, der nimmt nichts. Also zumindest keine Spritzen. Mhm. Aber Sams, wunderbar. Ja, der seinen eigenen Samen nimmt. Ja. Okay, Heiko hat seine Indizien. Ja, da ist ich hab geil. Gewonnen, Alter. Ich hab gewonnen. Ich flipp aus, Alter. Ich kann dir trotzdem mal Spaß den letzten noch mal zeigen. Wäre es noch mal interessant, oder? Zum Gleichstand. Nein, der Gewinner bricht hier ab. Nein, gönn das Heiko. Ich gönn das Heiko. Okay. Ist so. Nee, nicht zum Nachziehen, sondern einfach nur so zum, was ihr gesagt habt. Aber ich hätte auch vielleicht Nein sagen können, weil die Beine waren echt Müll und so. Aber ja, wir lassen aber das. Vom Volumen her, aber der war halt null ansatzweise. Ja, ja. Ja, nee, der war ganz weit weg und obenrum hat man es ganz deutlich gesehen. So. Ja, da kommt die Erfahrung. Das ist der erfahrene Mann. Da kommt. Was ist hier mit Menschen? Du kriegst das ganze Tray. Riegel. Yeah! Ich gebe aber einen ab. Ja, oh, das ist schon nett. Danke. Weil die sind echt lecker, die Teile. Muss man echt mal sich reinziehen hier. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, danke fürs Zuschauen. Daumen nach oben geben, abonnieren, favorisieren, analysieren. Ihr wisst, wie es funktioniert. Und denkt natürlich an die fette Nierstabsaktion. Auf jeden Fall. 4 für 3 heißt das? 4 für 3. 4 Artikel. Vier Artikel. Und der günstigste fällt weg. Dann zahlt ihr nämlich nur 3. Richtig. Das heißt, ihr könnt auch 4 Clear Isolat Dosen kaufen und bekommt eine Dose sozusagen gratis. Also ihr bezahlt nur für 3 Dosen und die eine kriegt ihr gratis dazu. In diesem Sinne, alle Infos dazu in der Videobeschreibung und wir sehen uns. Wenn ihr schlau seid, holt ihr ein paar Kumpels zusammen. Oh, genau. Und einer hat dann eine Dose umsonst. Richtig. Die anderen konnten Abreise bezahlen müssen. Richtig, genau. Und ihr teilt euch das. Ja, genau. Auch.